Utensilien für ein wissenschaftliches Experiment. Unter anderem das Tesaband 4651, natürlich pink. Die TESA SE war Gastgeber für den Auftakt zu MINT-PINK 2017. Willkommen hier bei TESA. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute hier seid. 170 Mädchen und eine Kettenreaktion. Das Programm MINT-PINK will Mädchen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik begeistern. Die Mädchen sind mit Feuereifer dabei. Und da kann man sich schon vorstellen, dass die Schülerin von heute tatsächlich die Forscherin von morgen sein könnte. Also die Mädchen, die hätten wir gern zukünftig hier. Mädchen aus 13 Hamburger Schulen machten diesmal mit. Auch Nefel vom Matthias-Claudius-Gymnasium. In 3 Jahren will sie Abitur machen. Ihre Lieblingsfächer Chemie und Mathe. Ich bin mir noch nicht sicher, deswegen mache ich hier auch mit, um zu gucken, wie es ist, ob ich Spaß daran habe. Im Moment gefällt es mir. Und wenn es so weitergeht, warum nicht? Also klar. Seit 2007 arbeitet die Initiative NAT eng mit Hamburger Unternehmen und der Universität zusammen, um Jugendliche für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. MINT-PINK richtet sich speziell an Mädchen. Mit diesem Programm versuchen wir so ein bisschen spielerisch den Mädchen zu zeigen, wie spannend Naturwissenschaften sein können. Wir öffnen die Tore der Unternehmen, wie hier bei TESA. Oft sind es Role Models, die Mädchen davon begeistern, dass sie sagen, okay, das könnte doch eine Option für mein Leben sein. In nur 2 Stunden musste eine XXL-Kettenreaktion fertig werden. Wir helfen uns auch gegenseitig, das finde ich echt gut, weil ich glaube nicht, dass wir das alleine, also in den 2 einzelnen Teams schaffen würden. Aber ja, es klappt im Moment ganz gut. Seit 2 Jahren ist Hamburgs Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung Katharina Fegebank Schirmherrin für MINT-PINK. Für sie ist es mehr als nur Tüfteln, Basteln und Kleben. Mir ist es einfach wichtig, durch die Schirmherrschaft auch zu ermutigen, den Mädchen zu sagen, ihr könnt alles schaffen, was ihr wollt. Und da ist MINT-PINK einfach ein fantastischer Rahmen, ein ganz tolles Experimentierfeld, um erstens miteinander an Experimenten zu arbeiten, eigene Grenzen auszutesten, vielleicht auch ein Stück darüber zu gehen und vor allem auch spätere Berufsfelder kennenzulernen. TESA-Vorstand Robert Gericke, selbst promovierter Chemiker, betonte in seiner Eröffnungsrede die Bedeutung der Naturwissenschaften und des gut ausgebildeten MINT-Nachwuchses für die Welt von heute und für die TESA SE. Sich an MINT-PINK zu beteiligen, heißt natürlich auch ein bisschen in unsere eigene Zukunft zu investieren. Und ich fände das jetzt nicht so schlecht, wenn einige von euch in 10 Jahren oder in 15 Jahren, wenn ihr mit dem Studium fertig seid, dann vielleicht auch hier hinkommt, würde mir sehr gefallen, würde TESA sehr gefallen. Auch Schleswig-Holstein engagiert sich für Mädchen in MINT-Fächern. Wir sind heilfroh, dass TESA hier bei uns in Schleswig-Holstein ist, dass TESA hier in der Metropolregion unterstützt und damit den Schülerinnen und natürlich auch den Schülern überhaupt erst die Möglichkeit öffnet, sowas auszuprobieren, weil nichts ist wichtiger, als selbst mal was in die Hand zu nehmen. Von 285 Mitarbeitern im TESA-Forschungszentrum sind 121 Frauen. 2 von ihnen, Dr. Ute Ellringmann und Dr. Anna Funk, standen auf der Bühne Rede und Antwort. Sie zeigten Beispiele ihrer Forschungsarbeit bei TESA und sie gaben Tipps fürs Studium. So hat Anna Funk Maschinenbau studiert. Auf keinen Fall abschrecken lassen. Alle kochen nur mit Wasser. Jungs, Mädels, das ist wirklich ganz egal. Es ist ganz angenehm, in einer Männerdomäne zu studieren. Das hat viele Vorteile. Das hat auch mal Nachteile und man hat auch mal ein bisschen zu viel Respekt. Aber das sollte man auf keinen Fall scheuen. Das ist ein guter Weg und wenn man da Lust drauf hat, soll man es einfach durchziehen. 5, 4, 3, 2, 1, Höhepunkt und Abschluss der Veranstaltung, die Kettenreaktion über 26 Tische. 2 Stunden Arbeit mit dem gewünschten Ergebnis. Der Auftakt zu MINT-PINK 2017, ein Erfolg, auch für TESA. Also es ist mega cool hier, alle mega nett. Man kann die Sachen fragen und die Antworten auch, ohne zu zögern. Die sind alle mega freundlich, man hat mega Spaß mit denen und das ist ja das Wichtigste eigentlich.